Videomitschnitt. Hallo Steffen. Hallo Kathi. Wir machen heute eine Folge Videomitschnitt. Das ist korrekt. Über einen Film, den ich wahnsinnig gerne im Kino gesehen hätte, was aber nicht ging, weil er im Frühjahr 2020 angelaufen ist, als die Welt von einer Pandemie heimgesucht wurde und die Kinos wurden geschlossen. Ja. Also die Kinoschließung war nicht die Pandemie, sondern die Pandemie war die Ursache für die Kinoschließung, auch wenn es manchen andersrum vorkommt. Das ist das Problem, ja. Ja, leider. Der Film, um den es geht, heißt Narziss und Goldmund. Ja. Und wir haben ihn uns dann über einen Streamingdienst geliehen oder gekauft, ich weiß es gar nicht. Ja, wir haben ihn geliehen über Amazon. Okay. Da ist er jetzt im, ich glaube, im April erschienen. Mhm. Ende des Monats, glaube ich, dann auch tatsächlich auf DVD und Blu-ray. Mhm. Aber tatsächlich eben wie so viele andere Filme auch von größeren Studios, wie zum Beispiel Disney oder sowas, die haben also zum Teil einfach ihre Kinostarts wieder nach hinten verlegt, oder viele andere, jetzt eben auch dieser Film, haben dann eben ihre Veröffentlichung auf das Home-Video-Segment verlegt. Und was wahrscheinlich die schlauste Idee war, weil gerade für so einen deutschen Film, in Anführungszeichen, klären wir dann tatsächlich gleich nochmal, kannst du aufschreiben, jetzt auf deine Notizen. ob das nicht vielleicht doch die bessere Wahl war, dass einen deutschen Film diesem Markt zuzuführen, würde ich mal sagen. Genau. So, ich mache mir nämlich Notizen heute nebenher, weil ich immer das Gefühl habe, wir sagen, da kommen wir später noch drauf und dann kommen wir da gar nicht mehr drauf. Du revolutionierst nach, wie lange mache ich das jetzt? 6 Jahre oder 7 Jahre demnächst? Du revolutionierst das Podcasten für mich gänzlich. Ich mache mir weder vorher noch nachher oder währenddessen Notizen. Das habe ich, glaube ich, einmal gemacht. Da hat Tobi dann, schönen Gruß, mein ehemaliger Podcast-Kollege und Kumpel von mir, der dann, während ich aufgeschrieben habe, hat er auf meinen Zettel geguckt, was schreibst du denn da? Und ich sage, ist doch egal, muss ich ja nicht wissen. Nee. Weil ich einfach was für die spätere Sendung und auch für die Nachwelt aufschreiben wollte, dann für die Shownotes und sowas. Und er war während der Sendung mega neugierig. Ja, es gibt auch immer noch Leute, so wie wir, die podcasten oder direkt in irgendwelchen Programm zu podcasten, wo man direkt mit einem Klick Shownotes setzen kann. Ja, das mache ich meistens hinterher. Genau, und da ist auch manchmal ganz schön, wenn man sich Notizen machen kann und so. Egal. Narziss und Goldmund. Narziss und Goldmund. Was wusstest du über den Film? Ich weiß, dass es dieses Buch gibt von, jetzt bitte nicht, ich wahrscheinlich sage ich den Namen falsch, Herbert Hesse, nein, Wolfgang Hess. Der Nachname war im ersten Anlauf Hesse. Richtig und der Vorname fast richtig. Helmut? Nee. Herbert? Nee. Wolfgang? Nee, ganz falsch. Was? Wo bin ich? Herr ist schon richtig. Hermann. Ja. Hermann Hesse. Ja. Klassischer, wie ich gestern rausgefunden habe, klassischer Autor um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhunderts, hat er sein Werk geschafft. Der Titel des Buches war mir ein Begriff und mehr auch nicht. Hesse ist hauptsächlich deshalb bekannt und verhasst, weil er viel Schullektüre geschrieben hat. Ja. Also er hat es nicht als Schullektüre geschrieben, gehe ich jetzt mal schwer von aus, aber es ist welche geworden. Also Steppenwolf ist von ihm, wenn ich es richtig weiß. Narziss und Goldmund ist relativ bekannt eben und wird immer mal wieder gelesen. Also nicht Steppenwolf die Band, sondern Steppenwolf das Buch. Auch nicht der DC-Charakter. Nein, richtig. Stimmt. Oder der Film. Wobei, es gibt auch nicht einen Film, der so heißt. Das ist gut. Ja, das stimmt. Der beste so ein Motorradfilm ist es, ja, glaube ich. Wobei, vielleicht ist Steppenwolf der DC-Charakter als Schurke benannt worden nach dem Roman von Hesse, weil die Leute Hesse nicht leiden konnten. Das ist bei Jack Kirby ist das gar nicht ausgeschlossen. Ja. Ich weiß nicht, worum es in dem Buch geht, weil ich habe das tatsächlich im Gegensatz zu vielen anderen nicht in der Schule lesen müssen, also Hesse nicht in der Schule lesen müssen, weil ich war halt nur auf einer Realschule und dann hinterher habe ich dann Fachabitur gemacht, da kommst du mit so einem Kram nicht in Berührung, zum Glück. Da gehst du aufs Gymnasium, ich glaube, da macht man sowas dann, oder im Deutschabi oder ich habe keine Ahnung. Genau. Aber ich bin um diese Sachen rübergekommen. Ich habe dafür einen furchtbaren 80er-Jahre-Science-Fiction-Roman gelesen, geboren 1999, in dem es ums Klonen ging. Das war so ein dystopischer Roman und der ist auch verfilmt worden. Das war ganz furchtbar. Das müssen wir uns mal reinziehen. Ja, ich glaube, was das Klonen ging, haben wir dann eher Pausewang mit Blaupause gelesen. Okay. Von Pausewang. Wie ist das? Blaupause. Blaupause von Pausewang. Ja, das ist fantastisch. Das hat sich kein Redakteur ausgedacht, das war ich selber. Nein. Ich habe Hesse tatsächlich auch nicht in der Schule lesen müssen. Ich kenne so ein bisschen was in Zusammenfassungen, weil meine Eltern ja, wie schon mehrfach erwähnt, beide DeutschlehrerInnen sind. Und bin bisher aber tatsächlich, glaube ich, also ich habe mal kurze Texte von Hesse gelesen, mal so einen Aufsatz oder sowas, aber ich habe keinen seiner Romane gelesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Unsere Lehrer, ich hatte, glaube ich, auch nur Deutschlehrer, wenn ich mich richtig erinnere, die waren da, ich glaube, weil wir sind in den 90ern, 2000ern war ich in der Schule, und da ist, glaube ich, bei den DeutschlehrerInnen so ein Umbruch passiert, zumindest bei uns im Westen, ich weiß nicht, wie es bei euch in den neuen Bundesländern, in den neuen Bundesländern war,
Aber da wurde dann eher so auf, also auf die Jugendkultur geachtet. Da wurden dann plötzlich Dinge gelesen, die so ein bisschen auch Jugendkultur. Wir haben also wirklich Christiane F. im Unterricht gelesen. Und ich glaube tatsächlich mal irgendwas, Gott, vielleicht könnt ihr mir da helfen, auch was Klassisches, vielleicht auch so ein, das haben wir aus so einem Reklamheftchen gelesen, da wurde einer mit einem Pfeil in die Wade geschossen. Weil, kennst du das? Das ist auch so ein klassisches Stück, war das. Das war ein Theaterstück, was wir da gelesen haben. Ein Pfeil in die Wade. Meine Wade. Ich habe die Rolle gesprochen, gelesen, deswegen weiß ich das. So altgriechisches Setting? Nee, eher so Shakespeare-Stylo. Aber das, vielleicht könnt die Hörerschaft da nochmal nachfassen. Irgendwas klingelt da, aber ja, so, egal. Aber, ja. Und dann haben wir in der Realschule früher haben wir dann so klassische Literatur halt eben besprochen, sowas wie Moby Dick und Pinocchio und sowas. Also da gab es dann wohl so Schulausgaben, die waren relativ dünn. Mhm. Das muss ich noch loswerden, sonst machen wir da keine Gelegenheit mehr dazu. Das waren so dünne Büchlein, so Taschenbüchlein und dann eben so diese klassischen Novellen, sowas. Moby Dick geht als Novelle durch, glaube ich. Ne? Nee, Moby Dick ist ein fetter Roman. Das also den habe ich aber nicht gelesen, keine Ahnung. 100 Seiten. Aber Pinocchio ist halt nur so ein dünnes Heftchen. Und den wollte ich halt mal lesen, weil ich kannte den Disney-Film halt sehr gut und zwei, drei andere Verfilmungen. Und da hat sich mein Lehrer bei mir beschwert, du hast mir das dünnste Buch ausgesucht aus der ganzen Nummer. Und ich denke, ja, ist halt dabei, wenn dir das zu dünn ist, nimmst du doch raus. Was soll das denn? Aber echt mal, also, Entschuldigung. Schwaches Lehrpersonal. Ja, hatte ich schon fast ausgeschließlich scheiß Lehrer, bis auf den einen Rewe-Lehrer, von dem ich mal erzählt habe. Ja. Das war, glaube ich, der beste Lehrer, den ich jemals hatte. Aber wir schwufen ab. Richtig. Um zum Film zurückzukommen, so von wegen Erstberührung Hesse und so weiter und so fort, für mich war der Bezug, den Film überhaupt zu gucken, oder gucken zu wollen, natürlich, weil du den dir gewünscht hast. Es kann nicht sein, dass wir immer nur Filme gucken, die ich möchte. Nee, das ist irgendwie kein. Ja. Das passiert dir leider viel zu oft. Und ich versuche da auch gegenzusteuern, aber du hast da irgendwie nicht so große Lust zu. Ich weise alle Verantwortung von mir ab. Muss ich nochmal dazu sagen, ja. Gespräche bei uns abends laufen so ab. Steffen, wollen wir was gucken? Kathi? Ja. Steffen, was denn? Worauf hast du denn Lust? Und dann sage ich so zwei, drei Sachen und so, oh nee, hab ich keine Lust drauf so richtig. Und dann schlägst du was vor und dann sage ich, ja, ist okay. Ja, aber du sagst dann manchmal, ja, was Gezeichnetes oder was mit Menschen. Das stimmt. Oder was dies und das. Und dann suche ich was aus. Fantasy oder so. Genau. Aber das sind, ja, in 95% der Fällen drücke ich auf den Knopf, was zu drücken oder so mit DVD aus. Und, ja. Oder ich habe vorher schon mal eine Vorauswahl getroffen und Kathi sucht sich aus den Sachen eine DVD aus. Weil Kathi, damit ihr auch nochmal hinzufügen, irgendwann gesagt hat, ich kann mich nicht auch noch um die Filmauswahl kümmern, ich habe schon so viele um die Ohren, mach du das. Das stimmt, das habe ich gesagt. Ich bereue es ein bisschen. Heute Abend gucken wir die Glücksmärchensbande geht nach Tokio. Damit bin ich okay. Nein, also natürlich, weil Kathi kam aus dem Kino, da hing das Plakat im Kino und Kathi sagte, ach, den würde ich gerne sehen, du hast, glaube ich, vorher auch schon mal davon gehört, dass der kommt. Ja, ich hatte irgendwo einen Trailer auf Instagram genau. oder so gesehen, ja. Und der zweite Grund war Sabine D'Ambrea. Ja. Von dem wir beide Mega-Fans sind. Absolut. Ich habe zu wenig von ihm gesehen. Das ist, glaube ich, jetzt mein dritter Film mit ihm. Mhm. Aber seitdem ich ihm vor zwei Jahren Weihnachten... Ja. Kommt das doch Weihnachten. Genau, Weihnachten 2018. 2018 in einem ARD-Märchenfilm, glaube ich, oder ZDF-Märchenfilm. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo er gelaufen ist. Gesehen habe nämlich Rübezahls Schatz, wo er den Rübezahl spielt. Den ich ja heutzutage immer noch Rübezahl Begins nenne, weil es so ein bisschen die Origin-Story auch von Rübezahl ist. Aber der Film ist mega kitschig und toll. Der ist super schön. Ja. Und das trifft auch auf Sabine D'Ambrea zu. Der ist auch super schön. Ja, wahnsinnig attraktiver Mensch. Hui, sieht der gut aus. Ja. Ich würde ihn immer angucken. Genau, und wir beide sind große Fans von ihm, weil er in diesem Rübezahl-Film einfach wahnsinnig beeindruckt hat. Und wir haben ihn dann nochmal per Zufall eher gesehen, als wir für den Telestammtisch La Gomera gesehen. La Gomera und The Whistlers gesehen haben. Der ist jetzt im letzten Jahr, der war auch im Rennen für den besten fremdsprachigen Film bei den Oscars. Hat dann aber die Shortlist nicht geschafft, also ist nicht nominiert worden, war auf der Shortlist, aber hat die Nominierung nicht geschafft, so rum. Genau, also in der Vorauswahl. Und da war er eben auch dabei, aber das war, glaube ich, ein rumänisch-spanischer, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Und da hat er aber in Rumänisch gespielt. Genau. Was aber halt auch krass ist, weil der ist einfach kosmopolit. Also der ist echt viel unterwegs, macht viel im deutschen Fernsehen. Du hörst, der spricht auch komplett akzentfrei. Ja. Aber du hast ihm das halt, also er spricht halt auch Rumänisch offensichtlich akzentfrei. So. Genau. Ja. So, jetzt wieder. Ja. Und zugegebenermaßen war Sabine D'Ambrea auch hauptsächlich einer der Gründe, warum ich den Film sehen wollte. Mhm. Der andere war, dass ich keinen Bock habe, Hesse zu lesen und einfach mal wissen wollte,
wie die ganze Geschichte geht, weil ich tatsächlich vor Jahren, lass mich so 14, 15 gewesen sein, bei einer längeren Autofahrt mit meinen Eltern, im Radio eine Hörspielbearbeitung oder eine Lesungsbearbeitung von Narziss und Goldmund mal gehört habe. Und die war ziemlich schön. So ein frühes Hörbuch. Ja, also es war schon verteilte Sprecher. Es gab aber auch jemanden, der den Erzähltext zwischendrin vorgelesen hat. Und die war ziemlich gut. War wahrscheinlich Deutschlandfunk, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Deutschlandfunk Kultur, weil das ist so der... Die machen auch Hörspiele? Manchmal machen die. Also die haben manchmal so kleine Sendungen, Kultursendungen, wo dann Lesungen stattfinden und so Hörspiellesungen, sage ich mal. Also dass die alten Kram versenden, das haben wir bewusst, ja. Aber dass sie selber produzieren... Also zumindest lief es da, ob sie es produziert haben. Wir waren im Auto unterwegs und es lief im Radio und mein Papa hört halt hauptsächlich Deutschlandfunk im Radio. Und das fand ich gar nicht schlecht, was ich da gehört habe. Das hatte sich mir so ein Stück weit eingeprägt und dachte so, dann lass uns doch mal den Film gucken, dann muss ich das Buch nicht lesen. Es tut mir leid, Mama und Papa. Aber Hesse ist vom Stil her einfach einer, der mir nicht nahe kommt. Also wie gesagt, ich habe ein paar Texte von ihm gelesen, keine ganzen Romane. Nein. So. Ich hatte mal versucht, das Glasperlenspiel von ihm anzufangen und das ist gescheitert. Ich hatte mir was anderes drunter vorgestellt, auch gebe ich zu. Ich dachte, es wäre Fantasy. Aber es war es nicht. Nun ja. Narziss und Goldmund, ich versuche mich mal in einer Handlungszusammenfassung. Es sei denn, du möchtest. Ich möchte vor allem noch mal eben was zum Regisseur sagen. Ja, weil sag doch mal was. Ich habe das gerade einfach mal nachgeguckt. Der Film ist von Stefan Rutzowitzki. Man kann bei Letterboxd kann man ja anzeigen lassen, was die Leute halt noch so für Filme gemacht haben. Und ich finde halt den, also sein Oeuvre ist absolut gemischt. Der hat halt natürlich diesen gemacht, ist natürlich klar. Dann hat er Hexe Lilly gemacht. Ach nein. Ja, ja, den ersten. Scheint zumindest ist er der mit Michael Mittermeier als der Drache. Yeah. Und dann hat er die beiden Anatomiefilme gemacht, was ja quasi echte Horrorfilme sind eigentlich. Yeah. So Science-Fiction-Horrorfilme. Yeah. Und noch ein paar andere. Also das ist auch ein bekannter deutscher Regisseur eben. Und was mir halt auch erstmal aufgefallen ist, ist, dass der Film eben von Sony im Vertrieb ist. Und ich finde, das sieht man dem Film durchaus an. Also, dass da ein bisschen amerikanisches Geld in dem Film drin steckt. Dass das eben nicht ein... Also, man merkt schon, dass es ein deutscher Stoff ist mit deutschen oder deutschsprachigen DarstellerInnen. Aber es ist... Und ich glaube, man hätte noch eine weitere Person gebraucht, dann wäre es der perfekt deutsche Film gewesen. Da reden wir dann auch gleich tatsächlich mal drüber. Ja. Er ist tatsächlich sehr amerikanisch inszeniert. Das war Anatomie, wenn ich mich richtig erinnere, damals in den 90ern auch schon. Ja. Der war relativ amerikanisch. Und ich glaube, das ist Rutzowitzkis große Kunst, dass er so ein bisschen das Gefühl hat, so eigentlich noch stärker als Emmerich, vom ganzen Sujet ein bisschen kleiner und bescheidener, hätte ich gesagt. Ja, genau. Ich versuche mal die Story zusammenzufassen, weil ich habe tatsächlich so die erste halbe Stunde gar nicht so richtig aufgepasst. Bin erst später in den Film reingekommen, weil das Setting für mich schon schwierig ist. Es ist so ein Mittelalter-Setting. Wir treffen die beiden Kinder in dem Fall, Narziss und Goldmund. Das sind spannende Namen. Also Narziss, okay, leitet sich wahrscheinlich ab vom Narziss, dem mythologischen Narziss. Und Goldmund war mir ein Name, wahrscheinlich sowas wie Gotthilf oder sowas, eher so ein klassischer Gut Name. Möglich, ja. Ne? Aber es sind, ich glaube, für beide sprechende Namen. Ja. Also das fand ich ganz faszinierend. Das wird aber dann auch im späteren Film erst klar. Und beide sind auf so einer Klosterschule und möchten eigentlich Mönche werden. Und Narziss gibt sich dem Ganzen voll hin. Das ist richtig sein Traum. Der hat da richtig hart Bock drauf. Und Goldmund hat aber so einen total starken Freiheitsdrang. Der will eigentlich was erleben. Der hat Bock, sich gedanklich selber zu entfalten. Und der ist mit diesem geregelten Klosterleben, kommt er halt gar nicht klar und wird dann irgendwann achtkantig rausgeworfen. Ja. Das ist, glaube ich, so das, was man über den Film sagen kann. Und jetzt... In die Freiheit entlassen. Ich möchte sagen, dieses achtkantig rauswerfen ist ein Motiv, was sich in seinem Leben öfters wiederholt. Er hat viel Übung darin, ja. Und jetzt treffen die beiden viele, viele Jahre später wieder aufeinander. So im Grunde genommen am Ende ihres Lebenswegs. Narziss ist weiterhin in diesem Kloster geblieben, ist Mönch geworden, hat auch eine relativ gehobene Position sich dort erarbeitet. Ja, Abt des Klosters. Abt sogar. Und Goldmund ist komplett runtergewrackt und strubbelig im Gesicht und also sind beide sehr, sehr
attraktive Menschen. Ich gucke gleich nochmal den Namen nach vom Goldmund-Schauspieler. Janis Niewöhner. Niewöhner sogar, ja, guck mal, der war das sogar. Also auch ein bekannterer deutscher Jugendschauspieler. Also der hat also vom Leben gezeichnet, Augenklappe, also wahrscheinlich nur noch ein Auge, geht am Stock und also den ziehen sie da auch wirklich aus der Krankenstation, aus der vom Kloster halt raus und dort treffen die beiden eben aufeinander und Goldmund erzählt Narziss sein Leben so ein bisschen im nach und nach in verschiedenen Gesprächen. Und während Narziss eben in dem Kloster gelebt hat und verhältnismäßig ruhiges Leben hatte, man erfährt auch gar nicht so viel über Narziss in dem Film, keine Ahnung, ob es im Buch anders ist, erfährt man eben Goldmunds Geschichte, also wie er eben von Station zu Station gelaufen ist und versucht hat, sich also von aller Tagesstruktur und sowas wie einem geregelten Leben fernzuhalten. Mhm. Also er bricht jedes Mal, wenn er irgendwo ankommt, bricht er wieder aus, ist so Tagelöhner, wird irgendwann kreativ, geht in die Bildhauerei, in die Schnitzerei, fängt da auch tatsächlich an, eine Ausbildung zu machen, und steht beispielsweise in dem Fall auch kurz vor dem Meisterbrief und versaut sich's eigentlich selber, um seine Freiheit zu behalten. Mhm. Also er legt sich im Grunde genommen auch, das kann man relativ gut zusammenfassend auch sagen, selber Steine in den Weg, um seinen Freiheitstrieb weiter behalten zu können. Ja. Und das kulminiert dann eben in einem großen Finale in diesem, also in Gesprächen in diesem Kloster und aber auch in einem, ja, es ist fast schon so ein Action-Piece am Ende. Mhm. Wo Goldmund diese Freiheitsliebe mit dem Leben bezahlt. Ja. Wie wir da hinkommen, oder wie er da hinkommt, dann reden wir dann im Laufe des Podcasts drüber. Genau. Das hast du ganz gut zusammengefasst, dafür, dass du die erste Halbzeit schon gelesen hast. Ja. Also tatsächlich ist es so, dass die Mönche Goldmund gar nicht unbedingt rausgeschmissen hätten, der Abt aber nahegelegt hat, Narziss solle ihn fortschicken, weil sie schon angedeutet hat, dass Narziss sehr viele Gefühle für seinen Freund hegt, die vielleicht auch nicht immer so gewünscht sind in einem Kloster und auch in einigen Teilen der Gesellschaft heute noch nicht so erwünscht sind. Was ich absolut unsinnig finde, aber egal. Und die beiden gehen auch im Streit auseinander. Ja. Also Goldmund lässt sich von anderen jungen Mönchsanwärtern dazu überreden, irgendwie nachts eine Prostituierte, eine Sexarbeiterin aufzusuchen und Zeichnungen dann anzufertigen von dem, was er gesehen hat. Weil er halt auch für das Illustrieren der Handabschriften der mittelalterlichen Bücher zuständig ist und also ein guter Hand, was das Zeichnen angeht, hat. Und Narziss findet diese Zeichnungen und regt sich furchtbar drüber auf und sagt, also da ist nichts drin, also das ist wirklich nur Pornografie tatsächlich. Mhm. Da ist keine Liebe drin, da ist kein Glaube, kein gar nichts drin und so. Und die streiten sich und Goldmund haut ab. Der will auch seine Mutter finden, deretwegen er ins Kloster gebracht wurde ursprünglich mal von seinem Vater. Das ist auch so ein Plot, der wird gar nicht so richtig aufgelöst. Ja, schon. Da hast du auch wieder nicht aufgepasst, glaube ich, am Ende. Aber egal. Und das ist so Goldmunds Anlass, auch immer weiter ein Suchender zu bleiben. Mhm. Also, wobei diese Suche nach der Mutter mehr einer von mehreren Anlässen ist, eigentlich sich selbst zu suchen. Also er ist immer so ein bisschen derjenige, der versucht, mit aller Reibung an der Welt, die er zustande bringen kann, herauszufinden, wer er ist und was ihn glücklich machen könnte. Er hat zwischendurch mal so kurz das kleine Glück gefunden, mehr oder weniger. Das geht aber auch schlecht aus, weil, naja, die Pest und auch marodierende Leute in der Gegend sind und seine Frau daran stirbt. Also nicht alles, was ihm schief geht, ist seine Schuld. Nee. Aber es ist so ein bisschen für mich, vielleicht greife ich davor, aber die Moral dessen ist, also es wäre ihm halt nicht passiert, wenn er so einen 9-to-5-Job und ein normales Leben gehabt hätte. So, ne? Also er ist halt, Goldmund ist der unangepasste Aussteiger schlechthin, mehr oder weniger. So. Der findet durchaus, also die Frauen finden ihn auch mega, mega attraktiv, das deswegen unter anderem wahrscheinlich, weil er eben einfach sich nicht an Regeln und Vorschriften hält. Das reitet ihn aber halt auch immer wieder rein. Also als Narziss ihn wiederfindet, ist er quasi kurz vor der Hinrichtung, weil er sich in dem Fall tatsächlich gar nicht unbedingt mit der Frau des Grafen amüsiert hat, die aber eine Aktzeichnung von ihm machen wollte und Wachen ihn halt nackt im Zimmer der Gräfin gefunden haben und der Graf das halt nicht lustig fand. Und Narziss ist zufälligerweise bei einem Fest dabei, wo das Ganze eben auffliegt und erkennt Goldmund und rettet ihn dann. Mhm. Und nimmt ihn eben mit ins Kloster, versorgt ihn ein bisschen und gibt ihm Arbeit. Also, ja, also eigentlich haben wir jetzt hier Holz für einen neuen Schweinestall, aber mach uns doch eine neue Marienstatue und einen Altar. Mhm. So, das wäre irgendwie viel schöner. Und das wird so ein bisschen
die Katharsis von Goldmund auch. Also während er diesen Altar baut und schnitzt, die beiden tauschen sich daraus. Ich glaube, im Buch hat Narziss einfach auch noch einen größeren Redeanteil, was Nachfragen und Einordnungen angeht. So ich dieses Stück, was ich damals gehört habe, noch richtig im Kopf habe. Es ist aber eben schon so, da gebe ich dir recht, dass eher Goldmunds Geschichte erzählt wird, weil bei Narziss einfach nicht viel passiert. Also du wirst nicht Abt eines Klosters, wenn du allzu viele Stolpersteine mitnimmst. Also gerade in der Zeit nicht. Das ist wahr. Ich habe aber auch in der Nachbetrachtung gelesen, dass dem Film so ein bisschen das Philosophische fehlt. Mhm. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich das Buch nicht kenne. Finde ich aber, und also die Review kam wohl von einem blühenden Verehrer des Buches. Mhm. Und die sind da in ihrem Urteil ja oft nochmal schärfer. Mhm. Also wenn die Vorlage da nicht gelungen ist oder ganz erwischt worden ist, dann sind die in ihrem Urteil ja nochmal schärfer als Leute, die den Film einfach nur sehen und den beurteilen. Und wenn dann jemand sagt, also ich habe das Buch so oft gelesen, ich kenne es fast auswendig und man hat das Buch im Grunde genommen fast 1:1 auf die Leinwand gebracht, ohne die Philosophie dahinter zu finden, mhm. Oder ja noch zu zeigen oder irgendwie rauszukristallisieren, dann ist das für mich ein deutliches Zeichen, dass da zumindest irgendwas fehlt. Und ich glaube, Narziss als Abt und als Geistlicher wäre da für mich auch in der Rolle gewesen, das einzuordnen. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Narziss ein äußerst glaubenskritischer Mensch ist. Er lässt sich von Goldmund im Laufe des Filmes aber schon noch manchmal so ein bisschen von seinem Weg abbringen, von seinem Glaubensweg und ihn von seinen eigenen Überzeugungen abbringen. So von diesem Klosterleben und von dieser Reinlichkeit, von diesem geordneten Leben. Und es ist ja auch Narziss, der Goldmund mehr oder weniger dazu anstiftet, diesen Altar zu bauen. Mhm. Narziss, beziehungsweise Goldmund, wäre auch okay damit gewesen, diesen Schweinestall zu bauen. Dann hätte er wenigstens Arbeit gehabt. Und die anderen Mönche in dem Kloster sagen ihm das auch. Also wir brauchen einfach diesen Schweinestall. Der fault uns hier irgendwie durch die Gegend. Und Narziss sagt, ja, aber wir sind Mönche und keine Schweinehirten. Ich bin fest davon überzeugt, dass im Buch weit mehr philosophische Anklänge noch mit drin sind. Gerade was dieses Vergleichen der beiden Lebenswege angeht. Und wie das zusammenhängt und auch, dass Goldmund so ein begabter, begnadeter, fast Bildhauer geworden ist, wäre vielleicht nicht möglich gewesen, wenn Narziss ihn weiterhin auf dem Pfad des Klosters gehalten hätte. Ja. Wenn Goldmund weiterhin um ihn herum gewesen wäre und quasi so sein einziger Schwachpunkt, einen Sündenfall zu begehen, geblieben wäre und greifbar geblieben wäre. Du hattest am Anfang gesagt, die beiden hätten Gefühle füreinander, also das wird angedeutet, das wird nicht gezeigt. Was sich relativ schnell rauskristallisiert und auch rausstellt, ist, dass da zumindest so eine Bromance zwischen den beiden herrscht. Also eben schon von Kindestagen an sehr eng miteinander verbunden, zumindest sehr eng miteinander befreundet. Also entweder war das in den Teilen, wo ich nicht richtig aufgepasst habe, weil der Film mich noch nicht so ganz gehuckt hatte tatsächlich. Aber im späteren Teil kommt da wirklich nicht mehr als eine wirklich tief verwurzelte Freundschaft zum Tragen. Aber auch die kann ja von außen fehlinterpretiert werden und überinterpretiert werden. Und dann, du hängst zu oft mit diesem Typen ab. Das wollen wir nicht. Genau. Das ist schon nicht mehr keusch und schon erst gar nicht so, wie du es gerne hättest. So wie es von außen aussieht, ist das hier nicht erwünscht und so. Also ich kann das schon verstehen, dass das einfach, also man muss da jetzt nichts Homosexuelles reininterpretieren. Mhm. Wenn man das machen möchte, darf man das gerne. Mhm. Es reicht aber auf dieser Ebene der Bromance, reicht das für mich schon vollkommen aus, zu sagen, wir trennen die beiden, die stören einander, so wie du es ja auch gerade richtig gesagt hast. Also die hätten einanders Lebenswege deutlich wahrscheinlich zum Negativen oder zumindest nicht in das Positiv. Ja. Hab dann gleich nochmal. Ja, also sie haben beide, glaube ich, auf ihre Weise, sei es positiv oder negativ, ihr vollstes Potenzial gefunden auf die Art, dass sie getrennt waren. Und nochmal anders, als wenn sie sich gar nicht begegnet wären. Mhm, klar. So, also das ist auch ganz klar. Weil sie sich ja untereinander auch motiviert haben. Also zumindest Goldmund, andersrum, Narziss war ja eine der Motivationen für Goldmund, seinen Lebensweg zu bestreiten. Und es war ja auch eins seiner Ziele, ihn mal wieder zu sehen. Und also das merkt man ja auch an verschiedenen Etappen, dass er Narziss nicht vergessen kann. Nee, also ist ja auch das Ding, mit dem er quasi seinen vorzeitigen Meisterbrief bekommen könnte als Bildhauer. Der macht eine wundervolle Holzschnitzerei von Narziss eben. Als Johann in dem Moment. Genau. Ne? Und das ist schon klar, dass die beiden auch den anderen jeweils immer so ein Stück weit mit sich herumtragen.
Ja, wie so ein... Wie so ein Ideal. Wie so ein Ideal und auch wie so einen zweiten inneren Kompass, an dem sie sich ausrichten können irgendwie. Also sie haben schon ihre eigenen Wertvorstellungen und auch ihre eigene Moral jeweils, aber sie kennen den anderen einfach auch so gut, dass der immer noch mal als, auch wenn er nicht physisch vorhanden ist, als Abgleich der eigenen Perspektiven dient. Ich weiß, worauf du hinaus willst, und das wird in Goldmunds Fall auch sehr deutlich, dass dass Narziss etwas für ihn ist, was er gerne wäre, aber nicht sein kann. Also er strebt ja nach etwas, was er nicht erreichen kann. Auf der anderen Seite, ich kenne das aus eigener Erfahrung, also mir ist sowas wie Sicherheit und ein geregelter Tagesablauf wahnsinnig wichtig. Also sowas, ein routinierter, nachvollziehbarer Tagesablauf. Und das ist ja eine Sache, die Goldmund gar nicht möchte. Auf der anderen Seite stellt da Narziss halt auf diesen hohen Thron, ja, auf diesen Podesten, Sockel, genau. Also irgendwann ja sogar nicht nur sprichwörtlich, ja, sondern wörtlich. Und das ist genau der Punkt, wenn ich sage, dass der Film für mich nicht die richtige Balance hat. Das wird halt im Falle von Narziss, also inwieweit Narziss Goldmund so als Vorbild und als Ideal und als Ausgleich sieht, das schafft der Film für mich nicht. Und das hat mich am Ende geärgert, dass da so dieses Ungleichgewicht zwischen diesen beiden Figuren auch geherrscht hat. Das hat vielleicht liegt es an der Vorlage, ich kenne sie nicht, ich weiß zum nächsten Mal jetzt, aber so, das ist für mich zumindest ein Versäumnis, also das ist für mich es ist drin in dem Film, aber es ist nicht gezeigt, das Motiv ist verloren. Das stimmt, also es ist sehr wenig drin, es ist ein Stück weit an der Stelle drin, als Narziss Goldmund aus diesem Kerker da holt. Und ein Stück weit auch drin, also als die beiden sich kennenlernen und Jugendliche bzw. Kinder sind, ist Narziss so ein ganz, ganz strenger. Der hält sich an alle Regeln, der tritt nie irgendwie aus der Spur oder macht irgendwas, was er nicht dürfte. Der hat wahnsinnige Angst davor, bestraft zu werden für irgendwas. Das alles lockert Goldmund ein Stück weit auf, der dann sagt, dann werden wir halt bestraft. Und das kommt am Schluss als Narziss ab, das so ein bisschen zu tragen, aber nur in sehr kleinen Szenen, also da muss man wirklich genau hingucken, was ich sehr schade finde, dass das vergoldet wurde, dass der eine gewisse Gelassenheit gegenüber Menschen mitbringt, die Regeln übertreten, dass der diesen Freiheitsdrang, der ihm selber fremd ist, versteht, weil er ihn bei Goldmund kennengelernt hat. Und deswegen eben auch und da nachsichtiger sein kann und friedlicher damit umgehen kann. Deswegen eben auch nicht so sehr auf den Rat hört, den die anderen Mönche ihm geben. Also so dieses, eigentlich wäre es jetzt vernünftiger, einen Stall zu bauen. Das ist jetzt einfach gerade wichtiger und sonst können wir. Es ist ja was ganz Elementares. Wir können uns nicht mehr versorgen. Genau. Und der auch tatsächlich, also so ein Stück weit kommt da auch die Lehre raus, es gibt nicht nur eine Art, ein gottgefälliges Leben zu führen, was ja für einen Kirchenmann schon relevant ist. Da gibt es auch diesen einen fiesen alten Lehrer, der da sehr asketisch-dogmatisch ist. Lothar. der auch schnell die Rute zur Hand hat, wenn seine Schüler nicht spuren. Und das ist Narziss halt gar nicht, so dieses asketisch Strenge für sich selber schon, aber nicht gegenüber anderen, weil das, glaube ich, auch so, er kann sich halt einfach auch nicht vorstellen, dass ein A, sehr schöner Mensch wie Goldmund und B, auch so ein, der will ja niemandem was Böses, der will nur sich selbst was Gutes im Zweifelsfall, dass das nicht gottgefällig ist, auch auf eine Art. So. Dass die Regeln, die Goldmund bricht, halt an vielen Stellen doch auch menschengeschaffene Regeln sind. Das ist wahr. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Lektion, die Narziss lernt durch Goldmund und auch gelernt hat. Aber ich gebe dir völlig recht und allen, die das auch kritisieren im Film, das kommt zu kurz. Das kommt absolut zu kurz. Ich sage das nicht nur, weil ich gerne mehr Sabine Tambrea gesehen hätte. Und dadurch wirkt Narziss halt wie der erhobene Zeigefinger in dem Film. Mhm. Oder wenn überhaupt der Ansprachpartner, der Ansprechpartner für Goldmunds Geschichte. Mehr ist er in dem Moment nicht. Und die Geschichte heißt Narziss und Goldmund, also ein Und. Es hätte für mich auch Goldmund featuring Narziss heißen können. Also vom Titel her. Ne? Also das passt einfach dann besser auf die Geschichte, die erzählt wird in diesem Film. Also Goldmund legt halt ein extrem hedonistisches Leben an den Tag. Und das ist so, er bleibt dann mal für ein paar Jahre da, wo es ihm gerade gefällt, wo er den Eindruck hat, da kann er sich auch ein bisschen selber weiterentwickeln. Das ist ihm gerade auch genehm. Das gibt ihm gerade in irgendeiner Art und Weise auch ein Stück weit Sicherheit. Und da sind auch sehr viele Frauen dabei. Also er wird relativ zu Anfang zu diesem Grafen geholt, weil er halt schreiben kann. Und er soll ihm dann irgendwie seine Lebensgeschichte aufschreiben. Und der Typ
eskaliert halt in seiner Erzählung so richtig schlimm. ohne dabei aber das Poetische mitzubringen. Ja. Das ist ein sehr grobschlächtiger Graf. Der aber, da kam ein Mann und den tötete ich. Und dann kam noch ein Mann, den tötete ich auch. Genau. Und dann kam noch zwei Männer und die tötete ich auch. Bis Goldmund dann irgendwann sagt, ja, wie wär's denn mal mit Aufschlitzen und Niederstrecken. Genau. Massakrieren. Irgendwie sowas. Massakrieren gefällt mir. Großartiger Typ. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass Goldmund dann irgendwann da steht und denkt, oh mein Gott, ich bin hier also allen intellektuell überlegen. Ja. Und die haben es eigentlich nicht verdient, weil die ihren Besitz im Zweifelsfall auch einfach nur geerbt haben oder durch warum auch immer. Und der Graf wird ja auch am Anfang schon als sehr verschlagen dann auch dargestellt oder soll irgendwie Geld bezahlen und Goldmund rettet ihn versehentlich davor. Also genau. Es ist gar nicht seine Absicht, aber so durch einen doofen Zufall muss der Graf dieses Geld dann eben nicht mehr zahlen. So. Zumindest kommt ihm keiner auf die Schliche so dabei, dass da noch Geld offen ist. Und das ist so der Gefallen, den der Graf ihm dann tut, ihn in seinen Dienst zu übernehmen. Aber er gerät dann an die Töchter dieses Grafen und erlebt dann da so eine seiner ersten tragischen Liebesbeziehungen, die sich über den Film weiter erstrecken, ein Stück weit. Oh ja. Oh ja. Also er hat halt auch manchmal richtig Pech und er kann auch nicht immer was dafür, was ihm fehlt. Und ich hätte in jeder anderen Geschichte, wir hören ja gerade den Troja-Alert nach, daran hat es mich dann so richtig erinnert, weswegen ich auch so ein bisschen so dieses, also ich hatte fast gedacht, dass er so diese tragische Figur ist, an der Gott so seine Gottesfürchtigkeit testet. Da gibt es ja ein paar Figuren in der Bibel, der Abraham mit Isaak und sowas. Ja. Und Abraham ist ja eben einer, an dem Gott immer und immer wieder seine Gottesfürchtigkeit ausprobiert und testet und immer wieder vor die nächste Prüfung stellt und die nächste Geschichte erleben lässt. So. Und das wirkte auf mich zum Teil schon so, als wäre das die Moral dieses Films oder dieser Geschichte, bis du dann sagtest, na, Hesse war eigentlich relativ religionskritisch. So, ne? So habe ich ihn zumindest kennengelernt. Also er war jetzt nicht so ein ganz großer Verfechter des Ganzen. Ich glaube tatsächlich, also je länger ich drüber nachdenke, dass Narziss und Goldmund jeweils die Extreme von introvertiert und extrovertiert und dabei völlig sich aber hingebend an das Leben sind. Also Goldmund, der Extrovertierte, der sich völlig verausgabt in seinen Lieben zu den Frauen, zu der Bildhauerei, zur Freiheit, dazu einfach sich nicht einschränken lassen zu wollen von den Regeln. Und Narziss, der Introvertierte, der sich völlig verausgabt in seiner Hingabe an Gott und an sein Leben im Dienste von Gott, so wie er es am besten versteht, was im Zweifelsfall halt ist, Menschen zu helfen und diese Brüder da anzuleiten in seinem Kloster. Der wäre völlig aufgeschmissen in der Welt draußen. Also Narziss würde außerhalb dieser Klostermauern, in denen er lebt, der würde keinen Fuß auf den Boden kriegen. Der müsste sich in Strukturen wie eben einer Kirche oder sowas. Der bräuchte immer einen Goldmund an seiner Seite, der ihn beschützt, der ihm auch mal sagt, so, du lässt dich da gerade hier ausnehmen oder verarschen oder was auch immer. Und Goldmund auf der anderen Seite hätte ab und zu mal einen Narziss gebraucht, der sagt, jetzt denk doch mal nach. Geh es mal ruhiger an. Es ist aber, nimm mal Gas weg. So. Es ist aber auch nicht so, dass Goldmund sich in dieser Welt sicher bewegt. Also er stolpert ja auch wirklich von Scheiße zu Scheiße. Ja. Also er sucht ja den Ärger praktisch. Also es ist ja nicht so, dass er in diese Sachen, also es gibt so zwei, drei Sachen, die wirklich tragisch sind, die ihm halt passieren, auf die er keinen Einfluss hat. Aber ansonsten, du siehst ihn ja, wie er einfach in der Kneipe sitzt und dann oder in einer Schenke sitzt und da eine Prügelei anfängt, weil ihm da einer krumm kommt. Das ist nur eine ganz kurze Szene, aber du merkst in diesen Rückblenden, in diesen kurzen Vignetten, merkst du einfach, das ist so eine Montage, ne? so eine Rückblendenmontage, merkst du einfach, wie streitlustig der zum Teil einfach aus. Der will einfach was erleben. Er sagt dann auch mal irgendwann, also er muss einfach diesen Adrenalinkick spüren im übertragenen Sinne. Immer extremer, damit er überhaupt noch was spürt. So genau. Wie ist dieses Comic-Zitat manchmal von diesem Black and White Spider-Man. Sometimes I let matches burn down to my fingertips just to feel something, anything. Oh. So ein Typ ist das aber auch. Ja, so ein Typ ist Goldmund. Aber auch also so dieses. Er ist dabei aber nicht so Spider-Man-Noir-esque, wie es in Spider-Verse ja gewesen ist, so, dass er sagt, boah, das ist alles so schlimm und gritty, sondern er ist ja trotzdem ein lebensfroher Mensch. Ja. Er genießt es ja auch. Der ist halt wirklich, der brennt halt einfach. Ja. So, der brennt fürs Leben und der nimmt halt die ganze Scheiße mit, die das Leben auf ihn wirft und in die er sich auch selber rein manövriert immer wieder. Und
Er wird aber nicht satt davon. Also es ist nie so, dass er irgendwann sagt, ich habe die Schnauze voll, ich gehe zurück ins Kloster. Weil auch diese Rückkehr ins Kloster ist ja nicht in dem Sinne freiwillig, sondern er muss sich da mehr oder weniger tatsächlich retten lassen. Und Narziss weiß, dass er ihm irgendeine Aufgabe geben muss, damit Goldmund bleibt. Also Narziss will ihn ja dann immer noch halten im Kloster. Und Goldmund will das eigentlich nicht. Der sagt ja am Anfang so, er will wieder weg und er würde ihm nur Ärger bringen. Und das ginge nicht, er könne dieses Leben, das er draußen geführt hat, nicht in diese Klostermauern reinholen und Narziss damit gefährden. Und witzigerweise ist ja genau dieses Leben in dem Kloster das, was sein Leben hinterher beendet. Ja. Also es ist ja genau der Punkt. Also er hat halt den größten Kram schon miterlebt und hat alles überlebt. Ja. Also irgendwie wird er vom Grafen weggeschickt, in Unterhosen durch den winterkalten Fluss, wird dann auch noch von der geliebten Tochter des Grafen also verstoßen und wird dann mit gebrochenem Herzen im Schnee zurückgelassen. Sie schmeißt ihm noch sein Bündel hinterher und dann war es das. Wahrscheinlich auch aus Stolz. Ja. Nach dem absolut Stolz von ihr, aus ihrer von ihrer Seite, nach dem Motto, du hast keinen Stand, mit dir gebe ich mich gar nicht erst ab. Und dann sind aber so ganz viele andere Situationen, die er halt auch durchmacht. Also er hat mich zwischendurch, das hatte ich auch gesagt, zwischendurch so ein bisschen an den Highlander erinnert, den du in den Filmen immer mal wieder siehst. Der kann ja nicht sterben, der ist ja unsterblich. Das heißt, er hat dann eben seine Beziehung in den schönen schottischen Highlands mit seiner Frau in dieser Hütte und er wird halt nicht älter und sie stirbt dann irgendwann in seinen Armen. Mhm. Und ich habe den Film damals als Kind das erste Mal gesehen und ich war fix und fertig in dem Moment. Yeah. Oh, weil ich denke so, ach du Scheiße, das ist ja ein absoluter Fluch, ein Highlander zu sein. Das ist ja nichts Schönes. Diese Unsterblichkeit wünscht man sich ja, zumindest nicht nur für sich selber. Und das macht er halt nicht nur einmal durch diese Highlander, sondern mehrfach. Und daran hat mich halt der Goldmund halt erinnert, weil er halt wirklich von Situation zu Situation kommt, wo das, was er sich jetzt gerade aufgebaut hat, und das sind ja Situationen, wo er versucht, sesshaft zu werden, immer wieder versucht, Beziehungen aufzubauen, kleine Familie zu gründen, und dann wird ihm das genommen. Mhm. Oder er nimmt es sich halt irgendwann auch selber. Das ist zum Teil ein sehr selbstzerstörerisches Verhalten, was ich ja auch, ich bin jetzt kein Psychologe, ich sag's trotzdem, oft in einer Borderline-Störung, also ein Symptom einer Borderline-Störung ist. Und ich habe Borderline-Menschen kennengelernt, das ist wahrscheinlich auch so, kennst du einen. Aber die haben halt irgendwann ein sehr selbstzerstörerisches Leben und genießen das Leben oft dann aber auch, weil sie nicht an die Konsequenzen denken können, sind aber auch stimmungsschwankungstechnisch extrem gut dabei. Ja. Ne? Also das macht für mich schon den Eindruck, als wäre, hätte Goldmund da eine Borderline-Person in sich. Ja, so ein Stück weit so, ne? Also das ist schon so. Den nächsten Kick nehmen, damit ich noch was fühle. Und die Leute, die mir im Grunde genommen die letzten 2 Jahre geholfen haben, und eigentlich hätte ich hier mein Auskommen und ich kann der Chef von das Ganze werden und ich kriege noch die Tochter vom Chef aber will ich nicht, schmeiße ich hin, ich gehe zum nächsten und baue mir das dann, mach mal alles kaputt und baue es aber neu auf. Ja. Genau. Ja, und dabei ist er aber tatsächlich auch, also er ist nicht zerstörerisch in dem Sinne, dass er da absichtlich Leute in den Ruin treibt oder auch nur mit einer Gleichgültigkeit Leuten schadet, so. Also das finde ich ganz schön. Es gibt diese Szene. Schadet sich halt selber, darum. Er schadet sich selber, das ist richtig. Aber er ist eben nicht, also es gibt ja auch Leute, die so brennend durch die Welt laufen und alles anzünden. Und das macht er halt gar nicht so. Also er ist eher schon. Aber es bleiben halt, das ist bei Borderline-Menschen halt genauso, es bleiben halt Leute dabei auf der Strecke. Das ist also, es ist ja nicht so, dass es, also weder der Tochter von dem Grafen geht es hinterher gut, weil sie ja mit einem ähnlich gebrochenen Herzen zurückbleibt, wenn sie auch in einer höheren Stellung ist als er und das nochmal nach außen anders verkaufen kann, aber sie wird ein ähnlich gebrochenes Herz haben. Also es wirkt ja auf mich nicht so, als wäre das echt in dem Moment, dieser Stolz, sagt dem Motto, ich brauche dich nicht und dies und das. Oder eben auch die... Es ist witzig, auf mich wirkte vorher die Liebelei nicht so richtig echt, sondern eher so, als wollte sie einfach nur mal spielen. Ist vielleicht beides gültig, keine Ahnung. Aber es ist halt ein Motiv, was sich wiederholt. Also eben auch die Tochter seines Lehrmeisters, die liebt ihn halt ehrlich. Die möchte halt wirklich mit ihm zusammen sein. Also die lernen sich da ja kennen, lernen sich lieben, die haben eine echte Beziehung zueinander. Und sie kriegt dann das versprochen und sagt, ja, ich möchte jetzt auch hier Hausfrau werden und Mutter und dies und das. Ich bin die perfekte Hausfrau. Wir können das dann so ein... Nach damaligen Werten ist das alles okay, nach heutigen nicht mehr. Aber die bleibt ja auch auf der Strecke. Und der Lehrmeister ja auch, der ihm ja auch was gesehen hat in dem Moment. Und genauso bleibt ja die ganze Zeit auch Narziss zurück, der in ihm ja auch was gesehen hat. Und auch da geht er ja irgendwann weg und sagt, mach deinen Scheiß alleine, ich will aber jetzt hier mein Halligalli-Leben führen. So, ne? Und das ist ja, also er lässt halt, also wenn du sagst, er geht nicht brennend durch die Welt, nein, aber
er lässt halt Menschen dabei zurück und ich sag mal so, seine Lena, also seine große Liebe, mit der er dann irgendwann in die Hütte zieht, sie wird dann irgendwann schwanger und kriegt dann auch ein Kind. Und die leben da halt irgendwo im Wald. Das war für mich so die stärkste Highlander-Szene halt. Mhm. Bis dann irgendwann von der Pest gezeichneter Mensch eben dazu kommt. Und sie beißt auch tatsächlich und vergewaltigt. Das ist eine echt harte Szene. Ja. Und sie stirbt daran. Und also das ist halt eine Situation, in der wäre sie nicht gewesen, wenn er nicht gewesen wäre. Das ist richtig. Ne? Das stimmt schon. Bei der Figur auf jeden Fall. Bei vielen anderen ist es auch so ein Stück weit, und das ist auch der Zeit, in der das Ganze spielt, geschuldet, wo diese Freigeister nochmal mehr angeeckt sind, als sie es heute tun. Die versuchen halt alle, ihn in ihre Regeln zu pressen. Also der Lehrmeister, der was in ihm sieht, ja, der sieht in ihm aber vor allem die Gelegenheit, seine Werkstatt in gute Hände zu geben und sich selber einen schönen Lebensabend zu machen. Und dabei, also ich muss nicht mehr arbeiten, weil ich habe hier jetzt jemanden, der kann das fortführen. So, meine Tochter ist dann auch unter der Haube. Die Tochter ist auch so, ich bin dann unter der Haube bei jemandem, wenn der dieses Talent, das er hat, zu Geld macht, dann geht's uns gut, dann bin ich versorgt. So. Ja, natürlich, aber das war damals ja so. Das war damals so, das ist richtig. Aber das ist halt auch so ein Stück weit so dieses, er lässt die zurück, aber die hätten ihn halt auch mehr oder weniger in Ketten gelegt ein Stück weit. Und das kann er halt gar nicht haben. Er kommt doch irgendwann an diese Zirkustruppe. Ja. Als er aus dieser Peststadt, glaube ich, raus ist. Ja. Und sagt, ja komm, nehmt mich mit, ich will hier einfach nur noch weg. Und in dem Moment habe ich gedacht, er ist da angekommen, wo er eigentlich hingehört. Mhm. Also ein freies Leben. Die landen dann irgendwann an so einer Burg, wo eine mega Orgie gefeiert wird. Da fühlt er sich nicht ganz wohl, möchte ich mal untertrieben sagen. Das ist ihm alles irgendwie geheuer. Und dann wacht er irgendwie auf bei einer Frau, zu der er nicht hingehört, und wird er halb vergewaltigt, was echt bitter ist in dem Moment. Aber das ist schon eine sehr, sehr creepige Szene, aber auch das ist ja ein Stück weit für ihn eine Probe oder vielleicht auch so die Erkenntnis, na, vielleicht ist das doch nichts für mich. Also das, genau diese Situation war für mich auch, weil es auch relativ weit am Ende passiert, so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, eventuell ist das der Moment, wo er erkennt, dass dieses freie Leben und es gibt fast nichts Freieres als so eine Zirkustruppe, Teil einer Zirkustruppe zu sein, weil du wirklich im Grunde genommen von Ort zu Ort fährst, was er am Anfang ja auch gemacht hat, er war ja auch Reisender. Also noch einen freieren Lebensstil als Zirkusartist gibt's ja eigentlich fast nicht. Und selbst das ist ihm dann aber dann auch zu viel. Also er kann sich halt auch nicht so richtig entscheiden, auch während des Filmes nicht, aber während des vorherigen Filmes nicht so richtig entscheiden, ist das jetzt das, was ich möchte, oder ist es nur irgendwie mein Adrenalinkick, den ich jetzt gerade brauche? Ist das der nächstgrößere Kick? Aber also genau in dem Moment, wo er dann in dieser Kammer bei dieser alten Frau ist, die ihn da irgendwie so halb vergewaltigen möchte, oder eigentlich möchte sie ihn vergewaltigen, ich glaube, das ist so ein Moment der Epiphanie für ihn, also wo er ganz klar sagt, so nee, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Da ist vor allem ein Stück weit die Erkenntnis mit drin, dass das unfassbar ziellos ist, was mit diesen Zirkusleuten einhergeht. Und er hat halt vorher immer ein Ziel gehabt. Das mag fadenscheinig gewesen sein als Grund, aber er hatte immer irgendwas, was ihn angetrieben hat. Also die Bildhauerei hat er gelernt, um das Bild, was eher ein Gefühl ist von seiner Mutter, irgendwie in Form zu gießen, so, um ihr näher zu kommen. Er hat irgendwie so ein Amulett, das er von der umherfahrenden Wahrsagerin bekommt und wo er sagt, daran erinnert er sich, das hat seiner Mutter gehört und die schenkt ihm das und das ist so sein Aufbruch erstmal, auf die Suche nach seiner Mutter zu gehen. Das ist so ein grüner Stein, hätte ich erzählt. Ja, so ein Türkis irgendwie, so ein, genau. Und Petrol. Nein, das ist zur Hilfe, Petrol. Petrol. Und dann diese alte Frau, bei der die ihn vergewaltigen will, die hat halt auch so ein Amulett. Ja. Und das zeigt ihm so, also A ist dieses ziellose Umhertreiben nicht, was er will, und zweitens hat er sein Ziel aus den Augen verloren. Und er hat ja eigentlich ein Ziel, er möchte ja seine Mutter finden, er will ja wissen, was mit ihr ist. Und das führt ihn wiederum zu einem Goldschmied, dessen Haus niedergebrannt wurde, weil halt Pestzeit ist und der Goldschmied war Jude und man hat den Juden die Schuld gegeben für die Pest. Und da ist, wie heißt sie? Es ist nicht Marie Bäume? Jessica Schwarz? Jessica Schwarz, ja. Jessica Schwarz, ich kam gerade nicht auf den Namen.
genau, die noch übrig ist von diesem Haushalt des Goldschmieds, auch eine Jüdin ist und sagt, ja, hier ist alles niedergebrannt und so, aber hilf mir mal, meine Toten zu begraben, dann helfe ich dir weiter. Und die 5 Minuten in dem Film. Ja, ja. Und die wirft ihm dann so eine Schatulle hin, wo 20, 30, 40 von diesen Amuletten drin sind. Er hat hunderte von den Dingern gemacht und an Frauen verkauft. Ja. So, das ist überhaupt keine Spur für Goldmund dann irgendwann. Das, da ist er dann auch plötzlich, merkt er, okay, er hat dieses Ziel gar nicht mehr und versucht sich an sie zu klammern und sagt, willst du nicht mitkommen? Dass er so einen zweiten Menschen hat, an dem er sich orientieren kann. Und das lehnt sie aber ab, weil sie sagt, nee, ich kann euch Christen nicht mehr ertragen. Zu Recht. Und also die, das ist also dieses Umhertreiben, also dieses Umherwandern hat am Anfang ein Ziel gehabt. Und sobald es ziellos wird, bringt es ihn halt wieder in die Bredouille und dann wird ihm dieses Ziel auch nochmal genommen. Und das ist halt auch ein Stück weit Selbstbetrug, was er da macht. Also sich an diesem Amulett festhalten, der ist ja nicht blöd. Nee. Also es ist ja, kann ja keiner erzählen, dass er nicht weiß, dass Schmuck gegebenenfalls nicht auch damals schon in Serie gefertigt worden ist. Spätestens an dem Moment, wo er halt eben in dieser Schnitzerei, das ist ja eine Fabrik, in der er da arbeitet. Mhm. Die sitzen da ja zu, ich weiß nicht, 20 oder sowas und schnitzen dann diese Kirchenstatuen. Das ist ja eine, das ist ja kein kleiner Betrieb, in dem er da arbeitet. Nein. Für damalige Verhältnisse ist das ein Großbetrieb. Ja. So, das ist kein. Das ist ja die Auseinandersetzung, die er mit dem Chef mal irgendwann hat. Jetzt kommen wir vielleicht auch mal zu Uwe Ochsenknecht, der diese Rolle spielt. Ja, Uwe Ochsenknecht ist nicht der deutsche Schauspieler, die deutsche Schauspielerin, die fehlt, um den Film noch deutscher zu machen. Nein, da kommt man, vielleicht, wir können es auch sagen, Heike Mackert fehlt jetzt eigentlich doch. Ja, also hätte man nicht jetzt, dabei. Hätte man jetzt Jessica Schwarz noch gegen Heike Mackert ausgetauscht, aber die wäre als Gegenspieler, als Anspielung für den Niewöhner, glaube ich, zu alt gewesen. Ja, ne? Ich hatte ein bisschen Befürchtung, dass Heike Mackert als Mutter von dem Niewöhner dann auftritt. Also von Gott. Ja, das hatte ich auch erst im Moment gedacht, aber war es nicht. Nee. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass das ja ein Konflikt ist, den der Chef, also Uwe Ochsenknecht, mit ihm eben hat, dass Goldmund eigentlich Künstler sein möchte. Mhm. Und er dann sagt, ja, ich habe in meinem Leben 3 Kunstwerke geschaffen. Wenn ich Künstler hätte sein wollen, hätte ich das machen können. Mhm. Wäre ich jetzt vielleicht richtig, richtig gut, aber ich hätte keine Kohle. Genau. So. Vielleicht wäre ich auch nur mittelmäßig und arm. Jetzt bin ich mittelmäßig und reich. Ja, und das ist halt, also ich finde, das ist auch so ein, also das macht man sich ja heute als Podcaster. Ne? Yeah. So ein bisschen so diese Illusion, man könnte damit Geld verdienen. Das ist ein paar wenigen Podcastern, ist das vorenthalten, dass sie das machen können, weil sie halt sich den Arsch aufreißen. Es gibt aber nie mehr Bedarf an professionell arbeitenden Podcastern. Mhm. Die paar, die es tun und damit Geld verdienen, tun es, haben uns solche Worte erhalten. Deswegen, weil sie entweder schon Fame mitgebracht haben und den eben monetarisieren können oder weil sie sich wirklich den Arsch abarbeiten können. Ja. Also das ist ein Sentiment von seiner Seite, von Goldmunds Seite aus, was ich gut nachvollziehen kann. Also ich kann doch eigentlich, weißt du, warum kann ich das nicht einfach auch nach meinem eigenen Gutdünken zu Geld machen? Nee, um halt Geld mit irgendwas verdienen zu können, musst du dich halt in das Regelwerk anderer Leute einbinden lassen. Und darauf hat er ja keinen Bock. Und das ist eine Diskussion, die in dem Moment stattfindet, die ich wunderbar fand in dem Film. Ja. Die ich halt auch richtig gut nachvollziehen kann. Mhm. Weil das halt eine Erkenntnis war, die ich auch mal irgendwann haben musste. Ja. Ich kann den ganzen Tag auf dem Arsch sitzen, da habe ich aber kein Geld. Das dann mach ich aber genau das, was ich machen möchte. Ich kann den ganzen Tag kreativ sein oder nicht. Das ist ja meine Sache. Aber dann habe ich aber kein Geld. Das heißt, ich gehe 6 Stunden am Tag arbeiten. Ja. So. Genau. Und mach den Rest des Tages einfach nichts. So sieht's aus. Hey. Ja. Nein, das stimmt ja nicht. Du podcastest ja. Ja, zum Beispiel. Gib mir Geld. Genau. Ja. Das ist, glaube ich, so, also ihm werden halt auch immer Figuren entgegengehalten, die seinen Lebensstil in Frage stellen. Und wenn die Geschichte eines gewesen ist, dann höchstens Kritik an diesem Hedonismus. Ja. Weil der realisiert sich für ihn. Er kommt ja nie an den Punkt, wo er das ausleben darf. Das ist ja das, was ihn am Ende des Tages auch umbringt, indirekt. Mhm. Ja? Es ist auch so ein Stück weit. Also Goldmund verbrennt sich halt selbst, ohne irgendwen zu inspirieren, so ein Stück weit. Also zumindest sieht man es nicht. Alle finden ihn nur scheiße und hassen ihn und wollen ihn aufknüpfen am Ende des Tages. Und Narziss auf der anderen Seite verbrennt sich auch selbst, aber er inspiriert zumindest seine Gemeinde, seine Abtei. Da gibt es so 2 wunderschöne Szenen. Einmal als Narziss noch jung ist und beide noch im Kloster wohnen und er das Vorlesen eines kirchlichen Textes plus anschließendem Gesang. Ich weiß nicht, wie das heißt, es tut mir leid, ich bin halt Atheistin. Eine Messe. Ja, liest die Messe.
keine Ahnung. Eine Messerlesen, keine Ahnung. Da wird nochmal so intoniert am Ende und bla. Und das macht er, also du und siehst. Ein Morgengebet. Ja, ja. Und du siehst, wie sie halt alle eingepennt sind, als der eine alte Mönch das macht. Und dann löst Narziss ihn ab. Und schon als er nur vorliest, werden sie plötzlich wieder wach. Und dann fängt er auch noch an zu singen. Und dann sind sie alle ganz hin und weg. Und du siehst halt auch, wie Goldmund ihn einfach wirklich anhimmelt, ja, in dem Moment. Und das passiert später nochmal, als Kritik an Goldmunds Altar laut wird, den er da geschaffen hat. Und die Leute in diesen abgeschotteten Stall oder in diese Werkstatt, in der er das macht und wo niemand rein durfte, stürmen, um das Ding zu verreißen, weil Lothar, der Böse, Lothar gesagt hat, das ist Ketzerei und Teufelsanbeterei und das darf nicht und das ist Sünde. Also weil die Figuren tatsächlich sowas wie einen Gesichtsausdruck haben. Genau, Gefühl. Frauenfiguren mit Gefühl. Also die neun heiligen Jungfrauen gruppiert um die heilige Maria. Aber eben geschnitzt nach den Frauen, denen, ja, er begegnet ist. Also das, genau, war ein Moment, wo ich dachte, oh mein das Gott, ist, also ist so viel Symbolismus in diesen Figuren. Ja, also das war schon, boah, ja, Wahnsinn. Und dann stürmt diese ganze Abtei halt rein. Narziss und Goldmund sind schon drin und unterhalten sich. Und als diese ganzen Leute reinstürmen, geht Narziss halt vor dem Altar auf die Knie und fängt auch an zu singen. Mhm. Und das machen ihm alle nach dann so. Und auch da sieht Goldmund halt wieder so, also egal, was ich hier mit meinen Händen an großartigen Kunstwerken schaffe, das auch angebetet wird von Pilgern und hast du nicht gesehen, gegebenenfalls dann später. Aber die Art und Weise, wie Narziss einfach durch seine Präsenz die Menschen auf seine Seite ziehen kann, das ist also dieses andere Feuer, das Goldmund so ein Stück weit abgeht. Ich finde aber, das ist dann der nächste Moment, der passiert, mhm, dass dann der Lothar, mhm, hingeht, das ganze Ding mit Öl das tat so weh, begießt und dann anzündet und damit dann diese ganze Kapelle, ja, abfackelt. Die versuchen noch mit Eimerchen das ganze Ding zu löschen, scheitern aber natürlich dran, ja, und Goldmund ist noch drin und wird dann von einem Pfeiler erwischt und stirbt. Also, ja, das ist dann so der letzte Moment. Er liegt dann in den Armen von Narziss und stirbt dann in dem Moment. Und auch da ist er halt von bestehenden Regelsystemen mehr oder weniger getötet worden. Mhm. Also eben auch eingeschränkt worden in seinen Grenzen und in seinem Freiheitsdrang ein Stück weit. Also er hatte da ja auch eine Aufgabe. Ja. Er war ja richtig lange da. Er hatte irgendwie 6 oder 7 Gesellen, ja, mit denen er da gearbeitet hat an diesem Altar. Ist das wieder falsch? Magnus Opum? Opus Magnum. Opus Magnum. Ich sag's immer falsch. Zählt einfach, wie oft ich es falsch sage, nächstes Mal wieder. Einfach sein Opus Magnum geschaffen und geht aber daran zugrunde. Ja. Und das ist, glaube ich, so der eine Symbolismus, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird's klar, das ist keine gottesfürchtige Geschichte in dem, nee, Moment. Gerade wenn der einzige richtige, echte Schurke dieser Lothar ist, dieses, ja, Filmes. Und der Grund dafür ist, dass Goldmund dann stirbt und sterben, ja, muss auch. Ja. Lothar wahrscheinlich auch. Lothar ist mir nicht mehr so wichtig. Ist egal. Ist auch egal. Lothar kann verrecken. Der hätte auch vorher schon, aber, ja, egal. Dann hätten wir diesen wunderschönen Altar noch, der wirklich toll aussah. Der, also, war aber auch ein bisschen creepy. War auch sehr modern. Mit der ganzen Symbolik dahinter, yeah, war der deutlich creepiger als hätte sein müssen. Und wir haben das eben schon angedeutet, diese Johannsfigur, die hinterher dann auch in Serie geht in der Schnitzereifabrik, die sieht ja halt auch aus wie Narziss. Ja. Und auch der Moment ist schon wirklich, wo du denkst, okay, das ist schon sehr on your nose, ja, gerade, was da gerade passiert. Ja. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Lass uns noch mal ein Fazit bilden zu dem Film. Ich fand den total schön. Okay. Mir hat er sehr gut. Also ja, ich hätte gerne mehr von Narziss' Geschichte noch gehabt oder von seinen Gedanken zu allem, weil auch, also ich glaube, das Buch arbeitet auch noch mehr damit, dass Narziss einordnet, was Goldmund passiert und ihm auch so ein Stück weit eine Art Absolution erteilt dazu, ja, und sagt, du, Gott hat dir dieses rastlose Herz gegeben, das ist schon okay, der wollte, dass du so lebst. Nicht, dass Goldmund damit unbedingt glücklich ist, aber ja. Da hätte ich gerne mehr von gehabt im Film. Ansonsten habe ich aber richtig viel Freude dran gehabt. So. Ja. Der Film ist schweinedüster. Das ist eine unfassbar tragische Geschichte am Ende des Tages, die für Goldmund halt einfach nicht gut ausgeht. Nee. Und ich sehe mich in diesem Goldmund schon wieder, wenn ich auch nicht so aktiv bin. Ich bin vielleicht die perfekte Schnittmenge aus beiden, mhm, sehr introvertiert, aber doch sehr hedonistisch, was so bestimmte Regeln angeht. Also ich würde mich gerne weniger an Regeln halten müssen, ja, um durchs Leben kommen zu können. Habe aber irgendwann erkannt, dass es anders nicht geht und gebe mich dem hin. Ich könnte
genau dieser freiheitsliebende Künstler sein. Ich wäre zu faul dafür. Ich auch. Ja. Ich glaube, das ist der Knackpunkt. Ich habe die Energie, glaube ich, nicht. Nee, das ist, glaube ich, so mein Knackpunkt an dem Moment. Deswegen habe ich mich dann doch, also ich wähle oft den Weg des geringsten Widerstandes. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Aber dennoch so vom Mindset bin ich Goldmund stärker verbunden als Narziss in dem Moment. Aber vielleicht habe ich den einen gedanklichen Schritt schon gemacht, den Goldmund nicht machen kann oder konnte. Die Balance habe ich schon angesprochen, die ging mir so ein bisschen abhanden, das fehlte mir. Also du stellst halt nicht Sabine Tambrea vorne aufs Cover oder aufs Filmplakat und benutzt ihn dann bloß in einem Drittel des Filmes und immer nur als Anspielpartner für Goldmund. Das fand ich schade. Also dann hätten sie die Rollen auch tauschen können. Keine Ahnung. Du hattest noch gesagt während des Filmes, dass er selbst mit dieser Mönchsfrisur, mit dem geschorenen Kopf, immer noch ausgezeichnet aussieht. Ich kenne niemanden, der mit dieser Tonsur gut aussieht. Außer Sabine Tambrea. Der ist halt einfach so schön, dass es egal, was der für eine Frisur hat. Also, optisch ist der Film toll. Es ist sehr, sehr düster gedreht. Bis auf Jessica Schwarz und Uwe Ochsenknecht hast du jetzt auch nicht so diese altgedienten deutschen Schauspieler in dem Film, was ganz angenehm ist. Und so ein, zwei NebendarstellerInnen, die halt immer in so Filmen auftauchen, die sind natürlich dabei. Das ist am Ende des Tages trotzdem immer so modern gedreht, ist immer noch ein sehr deutscher Film. Ja. Das kann man, glaube ich, sagen. Also ich sehe den total auf dem ZDF abends um 7:45. Ja. Das ist auch ein richtiger ZDF-Film. Oder in der ARD um 10. Die zeigen sowas eher später dann, aber ja. Weil sie vorher noch Tatort oder Polizeiruf wiederholen müssen. Keine Ahnung. Ballo von Bär, keine Ahnung. Genau. aber das sind so die Momente, also die Filme, wo ich merke, das deutsche Kino kann mehr. Ich bin halt nicht so ein Riesenfan von diesem Mittelalter-Setting. Das ist, glaube ich, so meins. Und mit mir ist der Film dann als Gleichgewicht auch nicht lustig genug. Du kannst halt Drama zeigen und es kann auch böse enden. Aber du musst halt irgendwo eine Balance schaffen aus Humor. Und das schafft der Film halt gar nicht. Da sind jetzt keine Lacher drin in dem Moment. Also es gibt nicht so diesen Relief manchmal. So diese Szenen, die halt als Beruhigung gedacht sind, das sind halt die Szenen, wo es ihm mal kurz gut geht. Aber auch die sind halt so unter unheilsschwanger mit Musik unterlegt. Du weißt, dass es nicht dabei bleibt. Du weißt, das wird jetzt nicht glücklich. Und das ist, glaube ich, so mein größtes Problem an dem Film. Er hat mich in den letzten zwei Dritteln deutlich mehr gehuckt als im ersten, sage ich ganz ehrlich. Du hattest zwischendurch auch gesagt, ich würde da stark an Im Namen der Rose erinnern. Es gibt so ein paar Elemente drin. Ja. Also gerade dieser Lothar ist schon der Typ, der das Buch mit der göttlichen Komödie vergiftet hat oder was auch immer das war. Das war Ron Perlman, oder? War das Ron Perlmans Rolle in Im Namen der Rose? Nee, weiß ich gar nicht mehr. Ron Perlman ist eines der ersten Opfer gewesen. Genau. In Der Name der Rose gibt es ja den einen Mönch, der dieses Buch vergiftet, damit alle, die das lesen und dann beim Umblättern sich den Finger ablecken, vergiftet werden, weil er der Meinung ist, das sei nicht gottesfürchtig genug. Genau. Und genauso ist Lothar aber halt auch. Aber Im Namen der Rose ist halt auch eher ein Krimi als was Philosophisches. Also ich würde ja vom Genre schon mal in zwei andere. Zu meinem großen Schock 50 Jahre jünger als Narziss und Goldmund. Ich hätte ja gedacht, die werden dichter beieinander. Lebt Umberto Eco nicht sogar noch? Ich glaube, mittlerweile ist er gestorben. Ja. Und ich würde jetzt mal, also beim Film mit John Connery gebe ich dir sogar recht, was das den Krimi angeht. Aber ich glaube, das Buch ist durchaus auch eher ein philosophisch angehauchtes. Okay, ja, kein Eco ist eher so ein Philosoph. Kenne halt wieder nur den Film. Ja. Weil ich lese ja nicht. Außer es ist ein großer schwarzhaariger Mann in Unterhose, dann also jetzt nicht, was ihr denkt, sondern Superman. Yeah. Nun, mir hat er am Ende des Tages aber gefallen. Also er ist für einen deutschen Film sehr gut inszeniert und auch spannend erzählt und gerade zum Ende, wo alles noch intensiver und stärker wird, nimmt er wirklich Fahrt auf und das Ende ist wirklich derartig tragisch. Also wen das nicht erwischt, keine Ahnung. Also das ist echt bitter. Das ist, glaube ich, das, was man dem Film sagen kann. Das ist eine sehr bittere, sehr nihilistische Geschichte am Ende des Tages, was ihm da passiert. Ja. Und was ich aber schön finde, ist, dass beide noch, also sowohl Narziss als auch Goldmund, so einen Moment bekommen, wo sie Fazit ziehen können über ihr Leben und das einordnen können, so im Gespräch miteinander. Also wenn ihn im Kino nicht mehr erwischt haben sollte, ich glaube, der war 3 Tage im Kino oder sowas, keine Ahnung, ganz kurz. Wenn, dann hat er ihn aber auch ganz knapp verpasst im Kinostart. Leiht euch den gerne. Wir haben ihn bei Amazon gesehen. Die DVD Blu-ray sollte inzwischen auch raus sein. Legt euch den zu, wenn ihr solche Filme mögt.
wäre nicht meine bevorzugte Wahl für einen locker lustigen Kinoabend. Also ihr müsst dann wirklich Bock drauf haben. Also es ist kein Popcorn- und Cola-Film, auf jeden Fall nicht. Das stimmt. Aber wahrscheinlich als Literaturverfilmung sehr gut geeignet. Mhm. Wahrscheinlich werden Generationen von SchülerInnen diesen Film im Unterricht sehen müssen. Besser als das Buch lesen. Moment. Na, die Medien werden ja wieder visueller im Unterricht. Ja, das ist richtig. Ja. Dann vielen Dank für das Gespräch, Steffen. Sehr gerne. Und für das Abwickeln der Technik des Filmlines. Das sind zwei Knöpfe bei Amazon, weißt du, das kannst du auch. Nee, ich habe die Fernbedienung nie. Du nimmst die auch nie. Oder ich habe die schon. Genau, du hast die schon. Ja, aber wenn Kathi die Fernbedienung, wie geht das denn jetzt? Also, das ist total, gar das totale nicht. Klischee bei uns. Ich habe andauernd die Fernbedienung in der Hand. Kathi hat damit keine Übung und drückt immer so, wie mache ich das denn jetzt? Und dauert 5 Minuten. Das stimmt natürlich nicht. Auf Wiedersehen. Der Steffen muss jetzt zum Mittagessen kochen und währenddessen wird er an den Herd gekettet. Bis er sich gebessert hat. So. Also männerfeindlich. Macht's gut. Tschüss. Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Nicht mein Problem, ist ein guter Einstieg für diesen Podcast. Hallo. Hallo. Hallo und willkommen bei Safe for Work. Wir sind mittlerweile in der 3. Folge angekommen. Ach, Safe for Work machen wir es. Ich dachte, wir machen den Narziss von Kolkmund. Was? Das können wir auch machen. Wir können beide machen. Was denn jetzt? Brain Overload. Du entscheidest, das sind beides eigentlich deine Sendungen. Das ist richtig. Lass uns dann doch erstmal Narziss und Goldmund machen, okay. Und dann machen wir den Zeitverwalt später. Cut. Hallo Steffen. Hallo Kathi. Herzlich willkommen. Nochmal ganz von vorne, bitte.